So, schönen guten Morgen. Bonjour. Lass uns noch beten am Anfang. Prions. Vater, ich danke dir für den neuen Tag, den du uns geschenkt hast. Père, nous te disons merci pour le nouveau matin que tu nous as offert. Danke, Herr, dass du hier bist. Merci parce que tu es là. Und Herr, wir bitten dich einfach, dass du heute Morgen zu uns sprichst. Père, nous te prions de nous parler ce matin. Herr, wir sind gespannt auf das, was du für uns vorbereitet hast. Seigneur, nous sommes curieux de savoir ce que tu as pour nous aujourd'hui. In Jesu Namen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. So, wir haben ja das wunderbare Thema Glauben. On a le thème sur la foi. Und ich starte mit 1. Korinther 2, 1-5. Je commence avec 1 Corinthiens 2, verset 1-5. Hier schreibt Paulus an die Gemeinde von Korinth: Auch ich, meine Brüder und Schwestern, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten oder hoher Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu predigen. Denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen als allein Jesus Christus, ihn, den Gekreuzigten. Und ich war bei euch in Schwachheit, in Furcht, mit großem Zittern. Und mein Wort und meine Predigt geschah nicht mit überredenden Worten der Weisheit, sondern im Erweis des Geistes und der Kraft. Und worum es mir wirklich geht, ist Vers 5, auf dass euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. 1 Corinthiens 2, verset 1-5. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Là où je veux venir, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Glaube. La foi. Kann sehr herausfordernd sein. Ça peut vraiment être touché. Und manchmal ist es sogar unlogisch. Parfois, ce n'est pas logique. Ich habe was gelesen, das hat, finde ich, so passend. Manches, um Glauben geht's. Manches verstehen wir. J'ai lu quelque chose qui passe. Et parfois, on comprend. Beziehungsweise wir versuchen es. Ou on essaie de comprendre. Und manches bleibt einfach rätselhaft. Parfois, il y a le mystère. Glaube, das ist wieder einfach eine Entscheidung. La foi est une décision. Wir müssen uns einfach entscheiden. Nous devons prendre la décision de croire. Und ich finde dieses Bild ganz schön, wenn es um Glauben geht. Glaube ist wie ein Muskel. Je vois cette image, je trouve cette image bien si cela a trait avec la foi. Ça parle l'image du muscle. Den trainieren wir in unserem Leben mit Gott. On s'entraîne, on entraîne notre vie avec Dieu. Durch jede Herausforderung. À travers les difficultés. Durch jede Gebetserhörung. À travers les exaucements de prière. Oder wo wir Schutz erlebt haben. Où on a eu la protection de Dieu. Wo wir erkannt haben, wow, das war wirklich ein Wunder Gottes. Où on a reconnu que vraiment c'est le miracle de Dieu. Lässt diesen Muskel etwas wachsen. Et ce muscle grandit. Und beim nächsten Mal, wenn du herausgefordert bist, la prochaine fois, quand il y a encore des problèmes, dann schaust du deinen Glaubensmuskel an. Et tu regardes la foi de ton muscle. Und dann kannst du sagen, sieht unmöglich aus, menschlich gesehen. Et tu peux dire, c'est impossible. Aber bei Gott ist es möglich. À l'homme, mais pour Dieu, c'est possible. Genau, denn auf Gottes Kraft vertrauen wir. Aie confiance à la force de Dieu. Menschen sind Menschen. Les hommes sont les hommes. Und Gott ist Gott. Et Dieu est Dieu. Wie wir gelesen haben, wir sollen nicht auf menschliche Weisheit vertrauen. Comme nous avons lu, faut pas avoir foi ou faut pas croire à la sagesse de l'homme. Menschliche Weisheit trifft nicht immer. La sagesse de l'homme
n'est pas à chaque fois précise. Aber Gottes Weisheit und sein Wort immer. Mais la sagesse de Dieu et sa parole toujours. Wir können es lesen, sogar die großen Männer Gottes in der Bibel. Nous pouvons lire les grands hommes de Dieu dans la Bible. Die Gott mächtig gebraucht hat. Que Dieu a utilisé puissamment. Haben auch manchmal menschlich gesehen. Ont eu parfois des problèmes humains. Genau. Wir lesen das in 1. Samuel 16. On lit dans 1 Samuel 16. Samuel, der Prophet Gottes. Samuel, le prophète de Dieu. Er bekam den Auftrag und er kam zu Isaï. Il a reçu le commandement et est allé chez Isaï. Und die Geschichte geht darum, dass David dann unter seinen Brüdern eben zum König gesalbt wird. C'est que il devait un David pour roi. Und im Vers 6, als lesen wir. Et le verset 6, nous lisons. Als sie kamen, sah Samuel Eliab an, also den Ältesten, und dachte, sicher, das ist der Gesalbte des Herrn. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Doch der Herr sprach zu Samuel, lass dich nicht von seinem Äußeren oder seiner Größe blenden, ich habe ihn nicht erwählt. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Dann kam der Nächste und der Nächste Gott sagt immer nein, nein. Et le prochain, Dieu dit non, 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 non. Und dann lesen wir eben, ah, fehlt da nicht noch einer? Ach ja, der Jüngste ist bei den Schafen. Et on lui dit aussi, elle a demandé, il y a quelqu'un qui manque. Ah, le jeune petit, allez chez les brebis. Und dann wird er geholt, also er wird geholt, David wird geholt. Et on a appelé David. Und Samuel salbt ihn vor seinen Brüdern zum König. Et Samuel a oint devant ses frères comme roi. Und wir lesen, von diesem Tag an kam der Geist des Herrn über ihn und verließ ihn nicht mehr. Et nous lisons, à partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et nous lisons, l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Genau, in dem Moment sah Samuel einfach mit seinen Augen. Groß, stark, das muss er sein. Et en ce moment-là, Samuel avait vu Eliab, il est grand, il a dit, ah, ça devait être lui. Das wäre auch logisch und weise eigentlich. Normalement, c'est logique. Aber bei Gott hat nicht immer was mit Logik zu tun. Souvent avec Dieu, c'est pas ça n'a pas très souvent avec la logique. Und Glaube sowieso nicht. La foi, pas. Wenn wir immer so nur mit unserem Kopf denken. Si nous pensons souvent avec notre tête. Dann werden wir in bestimmten Situationen richtig Schwierigkeiten haben. Alors nous aurons des problèmes, des difficultés dans certaines situations. Denn bei Gott scheint nicht immer alles logisch, aber immer genial erdacht. Parce que chez Dieu, il n'y a pas toujours la logique. Und immer zum Besten dienend. Mais chez lui, toutes choses concourent au bien. Es gibt so viele Geschichten in der Bibel, wo wir das sehen, zum Beispiel bei Josef. Il y a tellement d'histoires dans la Bible qu'on peut voir cela. Par exemple, Joseph. Der hatte so viele Herausforderungen. Il avait tellement de difficultés. Und doch hielt er fest an Gott und glaubte ihm. Mais il a cru en Dieu. Weil menschlich gesehen wurde es eigentlich immer schlimmer. Humainement, ça devient de pire en pire. Das machte eigentlich keine Logik. Vom verschleppt, vom Diener ins Gefängnis und. Il n'y a pas la logique. Est entraîné en prison en Égypte. Aber er hielt fest an Gott und glaubte ihm. Mais il a cru en Dieu. Il s'est attaché, accroché à Dieu, voilà. Und Gott belohnte ihn dafür. Et Dieu a répondu. Es gibt so viele Geschichten in der Bibel, gerade bei den Propheten. Il y a tellement d'histoires dans la Bible avec les prophètes. Und das liest man und man denkt sich, hä? On lit cela, on se pose la question, comment? Warum soll er das tun? Das macht keinen Sinn. Pourquoi il devait faire cela? Ça n'a pas de sens. Aber wir lesen dann auch, die sind gehorsam und die machen das. Et nous lisons aussi qu'ils obéissent et ils font cela. Und daraus entstehen die mächtigsten Wunder. Et alors on voit le miracle de Dieu. Weil hinter all dem steckt die Weisheit Gottes und sein Plan. Parce que derrière cela, il y a la sagesse de Dieu et son plan.
Und wenn der allmächtige, allwissende Gott uns leitet, dann sollten wir folgen und in ihm vertrauen. Et si nous savons que Dieu nous dirige, on doit avoir confiance et le suivre. Und das Beste ist noch in dem Ganzen, wir haben auch noch diesen, den Helfer, den Heiligen Geist bekommen. Mieux, nous avons l'Esprit, le Consolateur, l'Esprit qui nous aide. Und jetzt können wir mehr und mehr verstehen. Alors nous pouvons comprendre de plus en plus. Vieles macht für uns dann einfach mehr Sinn. Alors, il y a le sens. In 1. Korinther 2,16 steht, denn es steht ja schon in der Heiligen Schrift, wer kann die Gedanken des Herrn erkennen oder wer könnte gar Gottes Ratgeber sein? Nun, wir haben den Geist von Christus, dem Herrn, empfangen und können seine Gedanken verstehen. Dans 1 Korinther 2,16, la Bible dit, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous, nous avons la pensée de Christ. In die Elberfelder Übersetzung sagt, es ist sehr schön übersetzt, wir haben Christi Sinn, seinen Geist. Dans d'autres traductions, c'est écrit, nous avons la pensée du Christ. Also wir seine Kinder, wir haben den Heiligen Geist. Wir können ihn empfangen und wir können ihn annehmen. Nous, ses enfants, nous avons l'Esprit Saint en nous. Wenn wir lesen, Salomo war voller Weisheit. Si nous lisons, Salomon était rempli avec la sagesse de Dieu. Er bat Gott darum. Il a demandé à Dieu pour cela. Und Gott erhörte dieses Gebet und der Geist kam über ihn. Et Dieu l'a exaucé et l'Esprit est venu sur lui. Aber wir lesen auch im Wort Gottes, in Matthäus 12,24, es gibt mehr als Salomons Weisheit. Et nous pouvons lire dans la parole de Dieu, Matthieu 12,42, il y a mehr. Ja, mehr que la sagesse de Dieu. Weil wir durch Jesus den Heiligen Geist in uns haben. Parce que nous, à travers Jésus, nous avons l'Esprit Saint en nous. Der Geist Gottes wohnt in uns. L'Esprit Saint habite en nous. Das ist so stark. C'est vraiment puissant. Damit können wir vorangehen im Glauben. Avec cela, nous pouvons avancer dans la foi. Und wir können vertrauen auf die Weisheit Gottes. Et on peut avoir confiance, on peut avoir foi à la sagesse de Dieu. Und in manchen Situationen können wir sagen, Heiliger Geist, ich habe keine Ahnung, wie das sein soll und ich verstehe es nicht. Il y a des situations qu'on peut dire, oh Esprit Saint, je ne sais pas ce qui se passe, je ne comprends pas. Aber entweder zeig mir oder erkläre mir. Soit tu me le montres ou tu me l'expliques. Oder schenk mir einfach die Ruhe und den Frieden, es so anzunehmen und zu glauben. Ou donne-moi la paix, accepte cela et crois. Das ist so stark. C'est vraiment puissant. Und gerade noch ein Bibelvers auch für in der Zeit, wo wir jetzt gerade sind, 2. Korinther 4,8. Ja, maintenant il y a un passage dans le temps où nous sommes actuels, 2 Korinther 4,8. Die Schwierigkeiten bedrängen uns von allen Seiten. Nous sommes pressés de toute manière. Und doch werden wir nicht von ihnen überwältigt. Mais non réduits à l'extrémité. Wir sind oft ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Wir sind oft ratlos, aber wir verzweifeln nicht. On ne doute pas. Unsere menschliche Weisheit hat ein Ende. La sagesse de l'homme, alors la sagesse humaine a une fin. Aber Gottes nicht. Mais pas la sagesse de Dieu. Und Glaube ist einfach auch darauf zu vertrauen, dass Gott allwissend ist. La foi ici c'est d'avoir la confiance que Dieu sait tout. Und dass er weiß, was er tut. Et il sait ce qu'il fait. In Sprüche 2,6 lesen wir, denn der Herr gibt Weisheit und aus seinem Munde kommt Erkenntnis und Einsicht. Dans Proverbe 2,6 nous lisons, car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sort la connaissance et l'intelligence. Wie wunderbar, wir können auch glauben, dass Gott uns Weisheit schenkt, wenn wir ihn darum bitten. C'est merveilleux, nous pouvons croire que Dieu nous donne la sagesse si nous lui demandons. Und wir können bitten, Heiliger Geist, komm in mein Leben. Et nous pouvons lui demander, Esprit Saint, viens dans notre vie. Ich möchte diese ganze Fülle. Ich möchte den Christi Sinn. Et je veux avoir je veux être rempli, je veux avoir cette pensée de Christ. Und Gott erhört unser Gebet. Et Dieu exauce notre prière. Amen. Ein Pastor sagte, Glaube ist Lebenserfahrung. Un homme de Dieu dit, croire, c'est l'espérance de la vie. Stück für Stück wird man schlauer. Petit à petit, on devient intelligent. Erkennt mehr.
on reconnaît plus. Oder erkennt, dass es anders ist, als man vorher gedacht hat. Ou on reconnaît que c'est différent à ce qu'on avait à ce qu'on avait à des als es gedacht ist. À ce qu'on avait pensé. Genau. So, lass uns einfach festhalten und was wir in 1. Korinther gelesen haben, auf dass euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Nous accrochons-nous à cette parole afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Und auch Menschen können uns auch können uns raten und Ratschläge geben. Mais les hommes peuvent nous donner des conseils. Und das ist auch wunderbar. Et c'est bien. Aber letztendlich sind Menschen Menschen. Mais à la fin, l'homme est l'homme. Und Gott ist Gott. Et Dieu est Dieu. So lasst uns auf Gott vertrauen, an Gott festhalten. Croyons en Dieu, accrochons-nous à Dieu. Ihm glauben. Ayons foi en lui. Dass auch wenn es im ersten Moment keinen Sinn macht, wie er dich vielleicht führt und leitet. Et c'est au prime abord, si ça ne fait rien, si ça n'a pas de sens. Gott ist allwissend und er hat alles in seiner Hand. Dieu connaît tout, sait tout, et il a tout dans ses mains. Amen. Amen. Vater, ich danke dir für dein Wort. Père, je te dis merci pour ta parole. Und ich bitte dich so sehr für heute Morgen, Herr, dass du genau das, was wir gelesen haben, dass wir lernen, wirklich nicht auf Menschenweisheit zu vertrauen. Je te prie, ce que nous avons appris ce matin, d'apprendre à ne pas avoir foi à la sagesse humaine, mais à la sagesse de Dieu. Gerade in der Welt, was gerade ist, wo Menschen sagen, ja, man muss das machen und das machen und das machen. Actuellement dans ce monde où on se pose des questions, on doit faire ceci, on doit faire cela, on doit faire ceci, on doit faire cela. Oh Herr, wir wollen, Herr, uns an dich halten, Herr. Seigneur, nous voulons s'accrocher à toi. Den allwissenden Gott. Du qui, toi qui connais tout. Die Weisheit pur. La sagesse pure. Wir wollen von dir hören, von dir geführt und geleitet werden. Nous voulons écouter de toi et nous voulons être conduits par toi. Herr, ich bitte dich, dass du unseren Glauben stärkst. Seigneur, fais grandir notre foi. Dass er wie dieser Muskel wächst. Comme ce muscle qui s'accroît. Und dass egal in welchen Situationen wir sind. Et dans toutes les situations où nous sommes. Wir diesen Glaubensmuskel anschauen können und sagen können. Et nous pouvons voir ce muscle de la foi. Ich glaube. Et dire je crois. Denn ich habe schon so viel mit Gott erlebt. Parce que j'avais vécu tellement de choses avec Dieu. Herr, wir danken dir, Herr, dass du uns nicht aufgibst, dass du uns auch hilfst, Herr, wenn wir mal unser Glaube nicht so stark ist. Seigneur, nous te remercions parce que tu nous aides, tu es toujours là. Und auch wenn wir in unserer menschlichen Weisheit gegangen sind. Et parfois quand nous sommes accrochés sur notre pensée humaine. Und das vielleicht nicht so gut war. Et que c'était pas bien. So hilfst du uns halt wieder zurückzugehen oder weiterzugehen oder den richtigen Weg zu finden. Aide-nous à trouver le meilleur chemin, le bon chemin. Wir vertrauen auf dich. Nous avons foi en toi. Amen. Amen.